Klar kenne ich den Kodex. Dann weißt du ja auch, dass jeder Pirat entehrt wird, der gegen den Kodex verstößt. Und? Und der Kodex besagt, ein Deal ist ein Deal. Also, wir machen einen Deal. Gemäß dem Kodex. Ich sage dir alles, was ich weiß. Und du holst mich hier raus. Und zwar bevor du die Schwertküste wieder verlässt. Hm. Hey, Junge, komm schon. Ich gehöre nicht hierhin. Ich bin Snootier. Ich brauche Schiffsplanken unter meinen Füßen. Na gut, dann haben wir einen Deal. Einverstanden. Wir haben einen Deal. Sehr gut. Dann stell deine Fragen. Hatte Crow eine Waffe dabei, als er an Land ging? Du weißt davon. Das habe ich befürchtet. Was ist das für eine Waffe? Eine Waffe aus alten Zeiten. Sie ist magisch. Verdammt mächtige Voodoo-Magie. Wenn du mich fragst. Seit sie in seinem Besitz ist, trägt er sie Tag und Nacht bei sich. Mich würde mal wundern, ob er sich verändert hat, seit er die Waffe hat. Woher hat Crow die Waffe? Ach, verflucht. Na schön, ich erzähl's dir. Wir haben diese Überfahrt gemacht. Eine Fahrt mitten ins Nirgendwo. Dort war nichts. Meilenweit nur See. Und auf einmal taucht vor uns dieser Tempel auf. Ein massives Bauwerk zwischen Wellen und Wind. Der Wassertempel. Wir hatten alle die Hosen voll, aber Crow nicht. Ohne Zögern ist er einfach hineingegangen. Und als er wieder herauskam, trug er den Speer. Wo liegt der Wassertempel? Glaubst du, das weiß ich? Da musst du schon mal den Captain selbst fragen. Was ist nach dem Wassertempel passiert? Seitdem war der Captain nicht mehr derselbe. Er hat viel Zeit in seiner Kajüte verbracht. Einige sagen, er hat Selbstgespräche geführt. Andere behaupten, er hält Voodoo-Rituale ab. Was glaubst du? Ich glaube, er hat den Speer nicht umsonst bekommen. Nein, der Captain hat seinen Preis bezahlt. Er hat sich mit den Dämonen eingelassen. Aber ich will davon gar nichts wissen. Ich glaube, das mit dem Speer ist ein ähnlicher Preis wie mit dem Okular. Ne, wir erinnern uns in Risen 1, da hat man Inquisitor Mendoza. Und der hat auch nach und nach seinen Verstand verloren, wurde immer machtgieriger und größenwahnsinniger, je länger er das Okular anhatte. Und wir haben es hier nicht mehr an, haben aber dafür ein Auge verloren dadurch. Und ich vermute mal mit dem Speer, das kostet dann wahrscheinlich einen ähnlichen Preis. Alles, was irgendwie mit den Titanen in Zusammenhang steht und in die Hände der Menschen fällt. Warum ist Crow hier? Was hat er vor? Glaubst du, er weiht mich in seine Pläne ein, Junge? Ich bin nur der Smoothie. Mir erzählt er nichts und ich stelle auch keine Fragen. Aber du hast doch Ohren. Du hast doch bestimmt was gehört. Er sucht einen alten Tempel, aber mehr weiß ich darüber nicht. Ehrlich, Junge. War das alles? Ei, Junge. Mehr habe ich nicht zu sagen. Jetzt ist es an dir, den Deal einzuhalten. Ich vergesse dich schon nicht. Nun gut, wir müssen also Hawkins irgendwie befreien. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Vorsicht, Bursche. Mach hier keinen Ärger. Wir beobachten dich. Natürlich. Ich will dem Fetti hier aber nichts verraten. Da ist noch eine Sache. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich habe dich beobachten lassen. Meine Leute berichten, du warst im Lager der Molukken und hast mit dieser Hexe gesprochen. Und? Lass dich nicht mit den Molukken ein. Und warum nicht? Pass mal auf, Folgendes. Ich speichere gerade mal den... Da. Ich speichere mal den Spielstand. Ich will dem Sebastiano nichts sagen. Ich will nur probieren, was passiert. Ich habe mit Hawkins gesprochen. Hat er dir was Brauchbares erzählt? Nicht viel. Er hat bestätigt, dass Crow einen alten Tempel aufsucht. Aber von Crows Plänen weiß er nichts. Er ist ein alter Smutje. Ich glaube nicht, dass er mir etwas verschwiegen hat. Na schön. Soll er weiter im Turm schmoren? Das wird ihm nicht schaden. Na super. Diebeskunst 35. 20. Scheiße, die kriegen wir noch niemals auf 35.
Wir müssen dem Sebastiano also anders beikommen, wenn schon nicht mit Diebeskunst. Aber wie? Weißt du was, Webster? Lecker, so ein rohes Fleisch, köstlich. Was darf sein? Pistolen, Kugeln oder Pulver? Ganz egal, ich hab alles da, solange du zahlen kannst. Ich hätte gerne Schinkenhälfte. Verkaufst du auch Musketen? Ah, da weiß einer, was er will. Eine gute Muskete ist der beste Freund, den man hier draußen überhaupt nur haben kann. Aber wehe, sie gelangt in die falschen Hände. Dann können wir uns direkt einsagen lassen. Also hast du welche? Natürlich, aber ich darf sie dir nicht verkaufen. Zumindest nicht, ehe Sebastiano sein Einverständnis gegeben hat. Ich verstehe. Was hat Sebastiano mit den Musketen zu tun? Hast du mir nicht zugehört? Die Wilden machen schon genug Probleme, von den Piraten ganz zu schweigen. Wenn die jetzt auch noch unsere Musketen in die Finger kriegen, haben wir mächtig Ärger am Hals. Gut, gut, ich verstehe. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn? Die Zwillinge. 950 Gold, wir haben nur 897, Entschuldigung. Schaden 70, 70, 60. Gold kosten 500, Schrotpistole. Wir haben eine normale Pistole mit plus 20. Die Pistole hätte plus 5. Schaden 60 haben sie beide. Unsere ist also besser, wenn ich das richtig sehe. Die Mörserpistole hat Schaden 70. Gleiche Reichweite, aber ein bisschen... Nee, wir haben weniger Nachladezeit. Komisch eigentlich. Tödlich auf kurze Entfernung. Wir machen aber weniger Schaden. Die Zwillinge machen mehr Schaden. Ja, die Zwillinge machen auch mehr Schaden. Und brauchen nur die Hälfte an Nachladezeit. Haben Pistole plus 10, unserer Pistole plus 20. Ist nicht so interessant. 100 Kugeln. Wir haben noch 37. Wir könnten jetzt 100 Kugeln kaufen. Ich lasse das erstmal. Gezähmtes Warzenschwein. Kru, kru, kru. Ach, ist ja süß. Und eine Kiste. Fackel und Grog. Naja, immerhin. Man will sich ja nicht beschweren. Ono Palava. Ono Palava. Natürlich. Es sah du fast hier nichts an. Mach ich doch nicht. Ich will nur mal durchgelaufen. Hey. Ich bin Tito. Tito der Metzger. Kann doch jedem mal passieren. Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen. Hast du Hunger? Hast du Gold? Wenn ja, bin ich dein Mann. Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen ist aber nicht sonderlich schwer, wenn es nur einen Metzger gibt, mein Freund. Hast du nur Fleisch? Nein. Waffen bekommst du beim Schmied oder bei Webster. Bei mir gibt's saftiges Schweinefleisch. Und zeig doch mal, was du hast. Ich hab kein großes Angebot. Wegen der Rationierung. Ha! Aber ich sag dir was. Wenn du mal Lust auf Fleisch hast, stell ich dir ein Päckchen zusammen. Steaks, Lendenkoteletts, Bauch, all die guten Sachen. Das ist aber nett von dir. Ein Fleischpaket brauch ich aber eher nicht so. Hallo, Cooper. Hallo. Was willst du? Coole Stimme, Alter. Du hast wohl viel zu tun. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert meine Arbeit. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Einmal darfst du raten. Der gute alte Cooper. Kann ich irgendwie helfen? Du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Aber ich kann es lernen. Wenn du meinst... Aber dann hau rein. Wir haben viel zu tun. Ja, kostet mich dann aber auch wieder das Lernen. Zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Moment. Zeigen kostet was, Junge. Ich hoffe, du hast Gold. Ich mach das nämlich nicht zu meinem Spaß. Und gefalscht wird bei mir nicht.
Natürlich. 1000 Gold, Klingen 6, was auch sonst. Was hast du denn im Angebot? Willst du kaufen oder nur gucken? Kommt auf deine Ware an. Ja, ja, schon gut. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Zeig mir deine Ware. So, Krummsäbel, Piratensäbel, Degen, Krummer, blablabla. Wir haben aktuell Hiebwaffen plus 10 mit Schaden 30 bis 40. Der Piratensäbel kostet 1000 Gold, aber macht auch Schaden 35 bis 50, also ein bisschen mehr als wir haben. 30 bis 65 mit dem Schwert kostet aber Gold 1100. Ich gucke hier gerade schon weiter. Gold kosten 1100, Stichwaffen plus 10, Hiebwaffen plus 10. Säbel ist Hiebwaffen, Degen 20 bis 60. Kostet aber nur 800, den könnten wir uns theoretisch sogar leisten, sind dann aber pleite. Ich könnte ja auch mal die Machete verkaufen, das Entermesser verkaufen, das Offiziersschwert verkaufen, das alte Schwert verkaufen und sogar den Speer. Den behalte ich mal vorsichtshalber, den können wir nochmal ausprobieren. Und ansonsten könnten wir den Kerzenleuchter verkaufen. Die Schale verkaufen. Die Karaffe, den silbernen Teller, die 5 Silberpokale können wir auch verkaufen. Jadesteine, weiß ich nicht, ob wir den noch brauchen. Aber 10 Perlen können wir verkaufen. Zack, und Sicheln, wichtige Zutat für Voodoo. Kralle, viele Händler geben gutes Geld für Tierkrallen. Hammer, Radschloss, Knochensäge, Dietrich, eine Schaufel haben wir übrigens immer noch nicht. Wir brauchen eine Schaufel. Wenn wir die Schätze heben wollen, Rattenamulett. Ich habe es von Hikoko. Kugelsicher plus 2, das behalte ich mal aus Prinzip, das können wir verkaufen. Der Fluchstein, Totenkult plus 10, schwarze Magie plus 10, werden wir wohl eher nicht brauchen, behalte ich vorsichtig aber trotzdem mal. Man weiß ja nie, jetzt haben wir 2400 Gold. Jetzt könnten wir uns theoretisch mal einen besseren Dingens kaufen. Hier so ein Schwertchen zum Beispiel. 30 bis 65. Ist auf jeden Fall wesentlich besser als 20 bis 60. 35 bis 50. 30 bis 65. Komm, dann machen wir das mal und wir verkaufen dann. Direkt mal rechte Hand aktivieren wir das Schwert. Nein! So. Verkaufen, Moment. Inventar. Achso, Ausrüstung. Rechte Hand, Schwert. Sieht schon besser aus. Zeig mir deine Ware. Und jetzt verkaufen wir nochmal ganz kurz. Zack. Den Säbel können wir dann gleich auch nochmal verkaufen. Tja, und jetzt haben wir ein Schwert, wie es aussieht. Ich gehe hier mal irgendwo hin, nur mal ganz kurz das Schwert ausprobieren. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir gut. So, geht's hier noch irgendwo hin? Proviant und Gold. Und natürlich eine Buddel voll Rotwein. Hab nichts geklaut. Und schwarzer Oleander. Ich frage mich, was wir mit den Kräutern noch machen können. Ne, Miguel? Ich bin Miguel, der Lagermeister von Puerto Isabella. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne mal wissen, warum du ja so einen Harry Potter Blitz an der Schläfe hast. Würde mich mal interessieren. Erzähl mir was über die Stadt. Im Augenblick haben wir hier eine Festung. Einen Landungspunkt, von dem wir den Kontinent erforschen können. Die unterste Ebene bildet der Hafen. Hier gibt es ein Tor und das Lagerhaus. Dort hast du nichts zu suchen. Ebenso wenig auf dem Schiff. In der Mitte findest du die Handwerker und den Schweinebauer. Zu oberst steht die Garnison. Dort findest du Kommandant Sebastiano und die Protektoren. Ja, noch Fragen? Ja, so einige. Du bist doch der Lagermeister.
Kannst du Frachtkisten gebrauchen? Ja, daran hab ich Interesse. Wie viele von den Dingern kannst du gebrauchen? Die Dinger sind nicht so einfach zu besorgen. Sagen wir, wenn du mir 10 Kisten bringen kannst, werde ich dich angemessen entlohnen. Okay, jetzt weiß ich, wofür die Dinger gut sind. Wo darf ich hin? In den Häusern hast du nichts zu suchen. Das gilt vor allem für das Lager, aber auch für das Schiff. Und die Garnison? Ja, das klärst du am besten mit Kommandant Sebastiano. Gibt es noch weitere Zugänge? Es gibt einen Weg durch das Tal, der zur mittleren Ebene führt. Der wird ebenfalls von uns bewacht. Und da gibt es natürlich noch das Haupttor, oben bei der Garnison. Ich nehme an, das wird ebenfalls bewacht. Du sagst es. Kann ich bei dir was kaufen? Nein, darum kümmert sich meine Frau Sophia. Ich dachte, du bist der Lagermeister. Ich habe genug zu tun. Alles, was rein und rausgeht, wandert über meinen Tisch. Und seit Alcazar die Rationierung befohlen hat, muss jede Liste doppelt und dreifach geprüft werden. Die meisten Leute machen sich ja kein Bild davon, wie nervenaufreibend Buchführung sein kann. Solange alles läuft, bemerkt mich niemand. Aber wehe, es fehlt mal was, dann bin ich es wieder gewesen. Ach Mensch, das ist ja spannend. Ich kenne das. Undank ist der Welten Lohn. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Warum wird rationiert? Mach dir keine Sorgen, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wegen dem Piraten, diesem Captain Crow. Solange wir nicht wissen, ob er eine Gefahr für uns ist, geht Alcazar auf Nummer sicher. Sehr vernünftig, wenn du mich fragst. Ja, finde ich auch. Was weißt du über Crow? Er tauchte plötzlich mit seinem Schiff vor unserer Küste auf und hat einen unserer Vorposten überfallen. Nur dem schnellen Eingreifen von Alcazar ist es zu verdanken, dass er nicht auch noch die Stadt geplündert hat. Was ist passiert? Er hat das Piratenschiff aufgebracht und versenkt. Eine Schande um die Vorräte, die dabei vernichtet wurden. Ja, wir hätten sie hier gut gebrauchen können. Keine Frage. Und was ist mit Crow jetzt, wo er kein Schiff mehr hat? Tja, das wissen wir nicht. Er hat sein Schiff verloren, aber er ist immer noch draußen im Dschungel. Und nach dem, was man so hört, ist er ein gefährlicher Mann, der dem Tod mehr als nur einmal von der Schippe gesprungen ist. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, solange er noch hier ist. Zum Glück ist Alcazar der gleichen Meinung. Deshalb auch die Rationierung. Na, dann wissen wir ja Bescheid. Wer bist du denn? Benito, ach du schon wieder. Fass hier bloß nichts an. Hey, ich dachte, wir wären Freunde, du Arsch. Ja, von hier hätten wir doch super in die Stadt gekonnt, ohne 100 Gold zu bezahlen. Aber hier kamen wir ja nicht lang. Schade, schade. Und bestimmt gibt es ja Sandteufel oder Krabben. Da können wir gleich die neue Klinge mal ausprobieren. Huch! Na! Hua, hua, hua! Ja, doch. Die macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Da kann man nichts sagen. So, rutsch rüber. Dickerchen. Mopsi, komm her. Hör. Ich spieß dich auf wie Shish-Kebab. So, das war's mit dieser Riesenkrabbe. Na komm. Ach, und die Fischlis hier, guck mal. Hallo, ich bin euer Freund. Huch. Warum bin ich denn gerade gestorben? Bin ich aus Versehen 1 Zentimeter unter Wasser gelangt? Merkwürdig. Frachtgut, 5 von 10 haben wir. Ich frage mich, wo wir den Rest finden. Das muss ja jetzt überall verteilt sein an den Küsten. Schafblick habe ich noch gar nicht gefunden.